Herzlich willkommen zum Sonntagsgespräch. Heute mit dem Gast Martin Bühler, seines Zeichens Regierungsrat aus Fiederisch. Unser Regierungsrat. Ja, hoi, Martin. Hoi. Wie geht's? Gut, danke. Danke. Voll im Schuss, wie immer. Es ist viel los, ja. Ist auch lässig, dass es etwas geht. Ja. Du hast gerade Session gehabt. Also, wir haben jetzt gerade darüber geschwätzt. Du bist ein Jahr und 3 Monate jetzt schon im Amt. Kommt man da irgendwie, dass man sich daran gewöhnt, dass immer so viel los ist? Ja, bei mir ist ja so, vorher, gerade während der Corona-Zeit, dann gleichzeitig noch die Vorbereitung auf die Strommangellage, die Ukraine, Flüchtlinge, all das, vor dass ich, und dann noch der Wahlkampf, also vor dass ich anfangen konnte als Regierungsrat, das war auch relativ eine wilde Zeit, man hat auch immer einen Haufen zu tun gehabt und hat dann mal auch über 7 Tage. Aber du hast immer gesagt, das ist ja das Projekt, das geht vorbei. Gut, das geht auch vorbei. Je nachdem geschwinder, als man gerne hätte. Aber nein, und jetzt ist es halt Alltag. Und es ist eine höhere Verfügbarkeit gefragt, aber es ist auch ein gewisser Rhythmus, der mehr ist. Jeden Dienstag die Regierungssitzung, wo wir zusammen sind, wir 5. Dann hast du all die Sachen. Wenn man etwas Ausserkantonales hat, das hat sich fast ein bisschen eingespielt, das ist immer eher Donnerstag oder Freitag. All die Konferenzen, wo man teil hat, Konferenz der Kantonsregierungen, Finanzdirektorenkonferenz, Ostschweizer Regierungskonferenz, in all diesen Sachen, die drin ist, das ist Donnerstag oder Freitag. Und dann bleibt nicht so viel, weil am Montag und am Mittwoch kann man so richtig die Tage planen, wenn das nicht so sind. Und irgendwann sollte man all das noch lesen, wo in die Regierungssitzung kommt und irgendwann sollte man die Ämter und die Amtsleiterin, die Amtsleiter wieder mal sehen. Also du siehst ja, keine Angst, es tut. Und die Familie siehst du auch noch ab und zu, oder? Hast du dort ein bisschen mehr Zeit können freischaufeln, oder ist das Nein, immer das noch? Nein, das geht nicht so gut. Man kann es auch so ein bisschen gezielter machen über das Jahr. Ich habe ja während der Corona-Zeit fast nicht Ferien können. Jetzt auch nicht wirklich, aber der Sommer, dort läuft wirklich ein bisschen weniger, weil die ganze Verwaltung, auch beim Bund, auch in der Gemeinde, der Juli-Monat eigentlich, der ist in der Regel wirklich ruhig, ausser das passiert was. Und das kann man auch mit der Familie machen. Mhm. Ist das allgemein in dem Amt, hast du überhaupt so Ferien? Also kannst du wirklich sagen, ja, dann und dann, wenn mein Kind jetzt Schulferien hat, dann mache ich auch Ferien? Oder ist das gar nicht möglich in so einem Amt? So richtig ist es noch schwierig. Man probiert sich dann vielleicht mal 1-2 Tage auszuschaufeln. Das geht. Eben der Sommer, der geht. Und sonst haben wir die Regierungssitzung freie Zeit. Ich habe zuerst auch gemeint, das sind Ferien, aber das ist nicht so. Das ist einfach keine Regierungssitzung. Hoppala! Nein, ja, jetzt, vielleicht wird man da noch besser. Und dann bin ich vielleicht auch noch ein bisschen selber schuld. Ich tue ja noch gerne den einen oder anderen andere Mal anteigen. Etwas noch machen, wo vielleicht gerade überhaupt noch nicht dazugehört. Im Moment noch. Habe ich so ein Job beim Bund, die integrierte Übung, also eine Krisenübung im 25. mitvorbereitet. Das ist eine ganz grosse Geschichte. Es freut mich sehr, dass ich das machen darf. Also, aber es kommt mir immer noch so etwas, vielleicht dann auch dazwischen, wo ich auch noch. Bin selber schuld bist, so ja, quasi. Ja. Das muss man so sagen. Das ist, glaube ich, noch so ein bisschen von früher. Du bist immer schon sehr ein Engagierter gewesen oder halt hast dich grundsätzlich für viele Sachen interessiert. Hat das. Ja, bleibt dir das jetzt immer noch? Also ist das immer noch so etwas, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, hey, wir haben noch das und das, dass dein Interesse immer noch so gross ist, dass du willst, ich glaube schon, dazu lernen und neue Erfahrungen machen und alles? Ja, das ist ja vielleicht eben auch ein bisschen das Risiko, wirklich, dass man dann auch Fehler macht, wenn man signalisiert, nur weil man offen ist, weil man interessiert ist, wenn es mit einem Anliegen auf einem zukommt, wo vielleicht weder in der engere Zuständigkeit noch irgendwo in der Möglichkeit zeitlich liegt und man trotzdem Interesse signalisiert, dann weckt man Erwartungen, wo man nachher vielleicht das wäre auch enttäuscht. Also das ist so der Nachteil, aber eigentlich habe ich das wirklich noch immer. Also ich finde es extrem spannend, was alles passiert, was man alles noch könnte. Ja, aber man muss mal das recht machen, wo man sollte. Ja. Wie ist das eigentlich so, wenn du so zurückschaust, im Wahlkampf hast du ja sicher das Amt irgendwie gewissermaßen vorgestellt, wie es in etwa sein könnte. Trifft das
deine Erwartungen? Also überdecken die sich mit dem, wie es jetzt effektiv ist, oder? Ich habe vorher so ein bisschen über den Tagesablauf geredet, ja, oder über den Wochenablauf. Und eigentlich schon so der ganze Teil, ich habe ja gewusst als Amtsleiter, wie man muss und bis wann man muss Zeug reingeben, damit nachher das rechtzeitig aufgeschaltet wird. Also so die ganzen langfristigen Sachen habe ich gewusst. Die Vielseitigkeit des Jobs. Du bist einerseits ein Departement, 500 Leute, Dienststellenleiter, die du führen sollst. Du bist einfach die zuständige Führungsperson. Und dann hast du die Regierungsarbeit, wo du die einlesest, wo dann am Dienstag einfach für die Regierungssitzung eigentlich reserviert ist. Einmal sehr viele Traktanten, über 70, je nachdem. Nicht, dass man alle müsste eine Stunde diskutieren, geht nicht. Mhm. Aber so, und dann ist der Teil, und dann ist die ganze Öffentlichkeits-, Aussenarbeit, die Konferenzen, die Partei, Anlässe. Mhm. Das ist, wo ich, so intensiv habe ich es nicht erwartet. Das ist nicht die dreiteilige Arbeit eigentlich, ja. Mhm. Aber cool. Aber gleich gefällt es dir. Also, ja. Würdest du es weiterempfehlen? Nein, danke. Ja, sonst genug zu tun. was steht jetzt als nächstes so an in deinem Amt? Also habt ihr irgendwelche Themen, die euch gerade beschäftigen werden jetzt im Verlauf von diesem Jahr? Ja, das haben wir schon. Das eine ist, wir sind jetzt wirklich im Aufbau und noch überhaupt nicht irgendwo am Ende vom Aufbau bei dieser neuen Mannschaft für die Digitalisierung. Ich darf ja die Stabsstelle Digitalisierung aufbauen. Ich habe bis zu 7 Leute zur Verfügung über die ganze Aufbauzeit. Man muss aber auch das ganze System in Betrieb nehmen, das über alle Departemente geht, wo es überall Leute gibt, wo im Amt für Informatik ein Haufen gemacht kommt, aber eben auch im Personalamt, weil digitale Transformation ist wirklich eine Transformation und nicht einfach ein Technikprojekt, sondern da musst und wollen wir mit den Leuten arbeiten. Und das ist mittendrin und im Aufwuchs. Das ist sehr spannend. Wir haben neue Leute können finden. Spannenderweise der Stabstellenleiter durfte ich übernehmen von vorher, der das gemacht hat für die Standeskanzlei. Und dann haben wir ausgeschrieben und alles Frauen gefunden, die die besten Qualifikationen für das gebracht haben. Das ist nur darum. Frauen? Ja, bis jetzt, ja. Speziell, ja. Mega spannend. Und da sind wir eigentlich mit Technik verbunden in der Wahrnehmung Projekt. Und wirklich Leute, die zurückkommen aus dem Unterland, Leute, die grosse Organisationen geleitet haben. Also wirklich spannend. Also scheinbar hat das Ausstrahlung, scheinbar will man da an dem Zukunftsplänli mitarbeiten. Freude an dem Projekt, ja. Mhm. Was haben Sie sonst noch so? Also ich kann mich erinnern, letztes Jahr ist das so dein grosses Projekt, das alles überstrahlt hat, ist, dass du die Steuern ein bisschen senken hast können. Sind sonst noch so Sachen, die... Der erste Teil ist erst abgeschlossen, und am zweiten sind wir dran. Wollen wir auch jetzt noch höher mit der Botschaft rauskommen. Die zweite Phase zur Entlastung von Familie und Arbeitskräften fokussiert. Da sind wir auch mittendrin. Dann haben wir, das ist jetzt weniger spektakulär, unter der Leitung vom Volkswirtschaftsdepartement, das ist weniger spektakulär, muss ich gerade rausnehmen. Das ist eigentlich für uns, für mich, für das Departement nicht im Zentrum, so würde ich sagen, aber es ist eigentlich sehr cool, ein Projekt von der OECD-Steuerreform, wo wir einen anderen Weg ein bisschen probieren. Vielleicht ein bisschen Vorreiter, mal schauen wir, ob wir mit dem weiterkommen. Also zwei so Steuerprojekte laufend. Dann haben wir im Anfang den Wirksamkeitsbericht in Erarbeitung. Das macht das Amt für Gemeinden, wo man schaut, tut der innerkantonale Finanzausgleich, ist das gut, wirken die Mechanismen für die Herausforderungen, die die Gemeinden haben. Das ist so ein Teil. Und dann habe ich eben die ganze Arbeit mit den interkantonalen Konferenzen, die mich engagieren will, auch im Bereich, da darf ich noch mal wie früher mich um Zusammenarbeit von Bund und Kantonen, vor allem Krisenmanagement kümmern. Mhm. Wie ist das für dich? Zum Teil hast du ja sicher so Sachen, die so
das Fußvolk wie nicht berühren. Also eben mit der ganzen Digitalisierung, die er jetzt antreibt, das ist ja so jetzt etwas, wo im Prätig auch hin niemand merkt. wie ist das so, auf der einen Seite so ein Projekt zu haben und auf der anderen Seite ein Projekt zu haben, das direkt betreffen, eben so mit den Steuern? Gibt es da auch Sachen, die du lieber machst? Oder musst du da irgendwie beides gleich gewichten? Also ich muss sicher beides so priorisieren, wie es zu priorisieren ist und wie wir es in der Regierung abgemacht haben, dass es priorisiert ist. Und das kann ich glaube auch. Also ich habe jetzt nicht so, wir sind alle gleich. Die Sachen, die weniger gerne macht, wo man vielleicht eher zweimal einen Ruck geben und vielleicht schiebt man es noch einmal, obwohl man weiss, jetzt sollte man, ich weiß nicht, wie du hast, ich bin natürlich da diszipliniert, aber nicht. Ja, ich habe schon auch lieber Musiker als Politiker, aber eben. Bei dir mache ich eine Ausnahme, oder? Genau, eben, du hast jetzt auch zweimal versucht. Wobei, ich weiss, du spielst Giga, oder? Das, ja gut, aber das willst du auch nicht erleben. Das willst du auch nicht erleben. Nein, die Prioritäten setzen, die kann ich glaube schon. Und dann, ja, natürlich möchte man Sachen machen, die sichtbar sind. Da habe ich jetzt nicht das beste Departement dafür, mit all den Innenbereichen der Verwaltung, die bei mir angehängt sind. Aber gleichzeitig, ich meine, das sind auch ein Haufen Leute. Und wenn es gelingt, ein Schritt weiterzukommen, in einem 4'000 Angestellten-System, weil man im Bereich des Personalamts oder vom Amt für Informatik aber für die Mitarbeitendenentwicklung ja mit kann gestalten, dann ist das auch Arbeit dann zugunsten von Leuten, die es direkt merken. Vielleicht nicht in Prätig auch alle. Wobei es sind einige, die in Prätig auch wohnen und bei der Verwaltung arbeiten. Aha, aber so, das, ja, dann hast du eigentlich einen indirekten Einfluss auch so ein bisschen auf den. Ja, ich sage, ich habe das Personalamt, das Amt für Informatik. Das sind wirklich klassische Querschnittämter, die nach innen in den Grossbetrieb einwirken und auch ein bisschen nach außen, weil sie mit der Gemeinde zusammenarbeiten und so. Aber ja, das ist weniger sichtbar, aber sicher nicht weniger wichtig, auch mir nicht, weil ich weiss gerade im Moment, Fachkräftemangel, auch sehr tiefe Arbeitslosigkeit im Kanton, was ja hübsch ist. Aber wenn dann etwas fehlt, schwierig eigentlich zum Leuten finden. Darum habe ich vorher gesagt, so Freude bei den Digitalisierungsleuten. Also, dass man dort höchstes Gewicht darauf legen muss, dass das tut. Jetzt haben wir einen neuen Personalamtschef, der hat angefangen, der packt an, der will da jetzt vorwärts kommen. Ja. Mhm. Ich frage eben, weil ich stelle mir das jetzt vor, wenn du zu Fideris bist. Dass vielleicht irgendwer kommt und so, hey, könnt ihr nicht einmal etwas, du bist ja jetzt in der Regierung, könnt ihr nicht einmal etwas dort machen oder so. Also ist das passiert dir das noch oft, seit du Regierungsrat bist, dass Leute an dich herkommen und sagen, hey, machen endlich einmal etwas in dem? Das passiert schon. Ja. Und damals ist das auch völlig okay und meine, ja, für das ist man ist auch gewählt gekommen. Man ist auch hat ja wählen gewählt werden. Gewisse Verantwortung ist natürlich schon auch da. Es ist Verantwortung, man muss dann auch erklären, wo man ist und wo man nicht ist und dass man einen begrenzten Bereich hat, wo man wirklich zuständig ist. Das verstehen dann sehr nicht alle, oder? Dass man in der Schweiz halt ein System hat, wo ja extra will, dass es keine Einzelperson hat, die selber eine Gestaltungskraft hat, sondern dass das immer in Gremien stattfindet, die sich wieder kontrollieren und dass die Leute dann sagen, schau, ich kann jetzt nicht den Wolf regeln und den Strom und ja, genau. Das Gesundheitswesen. Oder das, ja. Und, aber das wissen, also die meisten wissen das auch. Und es ist ja oft auch so ein Wink an sagt die Regierung oder ihr in der Regierung, also dass man wahrnimmt, dass das ein Gremium ist, das miteinander die Herausforderungen lösen sollte. Und ich schätze das im Fall auch. Ja. Ja. Also, aber hat es denn auch schon der Fall gegeben, dass dir jemand etwas zugetragen hat, aus Fideris oder jetzt von irgendwoher, und du nachher gefunden hast an der Regierungssitzung, mal, das müssen wir jetzt schon, hey, Carmelia, oder so, schauen wir das mal an. Also gibt es die Fälle auch? Immer wieder. Aber wenn es nur, also nicht jetzt unbedingt in gibt Rückmeldungen, wenn man sagt, die Ämter sind bei mir, da hat sich es geärgert über die Art und Weise, wie miteinander geredet worden ist. Das trage ich direkt dorthin. Melde mich und sage, hey, kann ich deine Sicht noch hören an der Reklamation oder an
eine Verwunderung oder was auch immer. Und dann gibt es schon Sachen, die man auch in die Regierung hineinbringt und sagt, hey, sind wir da die und die Geschichten zugetragen gekommen? Was meinen dazu? Also man gibt vor das Telefon, so, aber es ist nicht immer, jetzt gerade, dass man es in die Regierung hineinbringt. Ja. Also, der Dialog ist wichtig. Ja. Wird das hauptsächlich in der Regierung untereinander geklärt, so Sachen, oder gibt es dann auch Sachen, wo du den Grossrat mitnimmst oder irgendwie vor dem Grossrat thematisiert werden? Oder sehe ich das richtig, dass es eigentlich eher umgekehrt ist, dass Grossräte mit Anfragen kommen? Genau. Der andere Weg gibt es nicht, dass er irgendwie etwas besprochen haben, wenn. Ja, wir sind halt die Exekutive, oder? Ja. Wenn es dann um die konkrete Fragestellung, das konkrete Problem geht, dann wird ja dann eben genau der Auftrag zur Lösungsfindung an eines der Departemente oder an die Gesamtregierung delegiert. Mhm. Also die Leute reden mit den Grossräten, das sind die Volksvertreter, und die schauen dann, hat das politisch eine Relevanz, machen wir daraus einen Auftrag oder eine Anfrage oder einen Vorstoß in irgendeiner Form. So läuft es, aber darum bin ich eigentlich sehr gerne draußen, ich gehe viel an Anlass, dass man auch selber so ein bisschen den Puls spürt und dass man nicht im Elfenbeinturm hockt und schaut, ob es was kommt. Wartet, bis wieder Wahlen sind. Zum Beispiel. Oder bis wenigstens wärmer ist. Ja, genau. Das wäre schon mal ein Punkt. Ja. Ihr habt bei der wo die Wahlen waren, haben alle ein bisschen darüber geredet, dass Kommunikation zu den normalen Leuten vor der Politik so ein bisschen sich verbessern muss. Gibt es da Ideen, die ihr jetzt angestoßen habt als Regierung oder auch vielleicht du mit deiner Partei, dass da die Distanz nicht mehr so gross ist? Haben wir denn Distanz? Ich habe das Gefühl persönlich nicht, dass ich wahnsinnig distanziert bin. Nein, also. Und weißt du, was reden wir jetzt über Kanal oder über Website? Ja, nein, einfach über grundsätzliche Kommunikation. Weil es fällt mir eben schon ein bisschen, ab und zu ein bisschen auf, dass es vielleicht fast ein bisschen zu komplex formuliert ist. So. Oder dass halt Sprache, eben gewisse oder? Sachen, die jetzt beispielsweise von Staatskanzlei kommen, sind für viele Leute irgendwie nicht so greifbar. Mhm. Oder? Und ob es dort irgendwie Überlegungen gibt in der Regierung oder auch von euch aus, eben von der Partei aus, dass man dort irgendwie das noch weiter abbaut und versucht wirklich keep it short and simple, so, den Leuten weiterzugeben, um was es geht. Also das gibt es und gleichzeitig auch das Bewusstsein, dass gerade bei so komplexen Themen Kommunikationen, wo dann auch alles richtig sein muss, dass man nicht irgendeinen Prozess falsch beschreibt, anschreibt, all die Komplexität nicht rausbringst. Das möchte ich sagen. Also einmal, wenn es stimmen muss, wenn es vollständig sein muss und wenn es irgendwo nicht im Alltag steht, das Thema, das jetzt gerade kommt, dann ist das damals schwierig für die Standeskanzlei, Kommunikationsleute, um das keep it short and simple zu beschreiben. Ich bin zum Beispiel dran, mir fällt auf, und ich bin sicher noch nicht am Ziel, dass die Medienmitteilung von der Jahresrechnung, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, mal das ist immer noch eher mehr als eine A4-Seite. Ja. Das ist ein Horror für eine Journalistin. Oder einen Journalist. Aber es ist dann auch schwierig, zum finden, du willst ja was du streichen oder? Genau, du musst. Aber ja. Und für mich ist es wirklich schwierig, wenn ich das nicht sage, dann kommt das Resultat einseitig über. Warum ist das so? Aber, und dort, ich glaube, mit mir haben meine Leute geredet, wir haben dort daran gearbeitet. Und am Schluss haben sie sich auch Mühe gegeben, um es einfacher zu machen. Und am Anfang, die einen, wie wir es vorher quasi gemacht haben, dann die neu. Ich habe es dann angelegt und sagen, scheinbar ist es wirklich schwierig. Alles ist einfach nicht einfach. Bei gewissen Sachen, da ist ja dein Departement eigentlich prädestiniert dafür, um komplexe Sachen zu haben, oder? Also, da kannst du einfach gar nicht sagen,
genau. Hey, es ist super gelaufen, so und so viel Plus haben wir gemacht. Ja. Das langt halt einfach nicht, oder? Richtig, dann wird man es ja dann genau wissen. Und dann, aber vielleicht müssen wir schon und noch den Mut haben, noch mehr zu reduzieren und dann visualisieren, aufbereiten, dass die Leute, die dann mehr wissen, auch mit einfachen Wegen. Man kann schon sehr viel digital. Ich glaube, da sind wir schon noch auf dem Weg, um die verschiedenen Kommunikationsgefäße noch mehr nutzen, noch besser visualisieren. Das kann man immer werden. Insgesamt hat sich schon sehr bemüht. Wir haben einen Webauftritt geschafft. Es gibt jetzt gerade Projekte, die laufen in der Standeskanzlei, die dort auch die ganzen Kommunikationsgefäße nach innen und nach außen nochmal jetzt wieder nachnehmen. Aber es ist ein ständiger Wettlauf. Ein bisschen. Die Kommunikation verändert sich. Die Vorgaben beim Kanton sind halt gleich immer noch ein bisschen starr. Wir sind nicht ein agiles Konstrukt. Wir müssen Rechtssicherheit, wir müssen Ruhe, wir müssen Verlässlichkeit vermitteln. Mhm. Und das ist vielleicht schwieriger als an einem anderen Bereich, wo neu, dynamisch sich verändernd sich schon muss präsentieren von der Aufgabe her. Ja, das ist ein gutes Thema, das du hier ansprichst. In vielen Bereichen ist ja die künstliche Intelligenz sehr auf dem Vormarsch. Wie handhaben ihr das bei der Regierung? Habt ihr Konzept, wie ihr damit arbeitet? Wir haben... Oder ob ihr überhaupt damit? Ja, müssen wir fast. Ja, also das kommt jetzt. Das ist sehr, sehr aktuell. Also wir haben die Digitalisierungsstrategie, die auf die Mannschaft jetzt aufbauen. Und die künstliche Intelligenz ist ein Thema. Und zwar einerseits natürlich das Potenzial, das es hat, zum Arbeiten substituieren, aber auch die Risiken, die es birgt im Bereich des Datenschutzes, im Bereich des Informationsschutzes, Persönlichkeitsschutzes. Da müssen wir einfach extrem vorsichtig wieder sein. Ich meine, wir als Privatpersonen, bei mir ist das dann schon schwammig, können mit KI machen, was wir grundsätzlich wollen. Sobald wir aber KI und öffentlich generierte Daten von Menschen in Kontakt bringen, muss das alles wirklich rechtlich vorher geklärt sein, ob das in Ordnung ist, was wir mit diesen Daten machen. Und das Tempo der Entwicklung von KI macht wirklich so, das ist, wir sind ganz am Anfang und es geht so geschwind. Und das Tempo der Regulierung, wie wir das Ganze können, ordnen für uns, dass es eben Rechtssicherheit gibt und dass es auch nicht Potenzial für Missbrauch entsteht und so weiter, da sind wir viel langsamer. Mhm. Und mit dem Spannungsfeld zwischen dem, was klar ist, wenn es denn schon klar ist, und dem, was möglich ist, das kommt überall auf uns zu. Also das ist mal eine Herausforderung. Und dann die Ängste, die es auslöst. Wir haben einen Haufen Arbeitsprozesse, wo man jetzt kann, dank Digitalisierungsmöglichkeiten, dank künstlicher Intelligenz überarbeiten, überdenken. Aber das verändert die Berufsbilder. Ich glaube, wir haben in Anführungs- und Schlusszeichen zum Glück eine Zeit, wo man weiss, dass man jede und jeden braucht. Wir brauchen jeden auf unserem Arbeitsmarkt. Das ist eigentlich eine hübsche Situation. Aber diejenigen müssen gleich auch... Zuerst einmal, wo jemand etwas Positives zum Fachkräftemangel sagt, oder so. Nein, der Teil finde ich wirklich... Die Leute werden wirklich gebraucht. Und man hat ganz andere Auseinandersetzungen jetzt, um die Leute zu gewinnen und zu behalten. Und man gibt sich Mühe um die Leute. So. Ja. Das ist noch schön, ja. Wie ist es in deinem Alltag? Fließt schon aktiv in deinen Alltag ein? KI? So ChatGPT oder so? Also ich habe es auf dem Handy, ich habe es auf dem Kompi. Ja. Und ich tue oft schnell etwas, und das hat jetzt nicht mit Daten zu tun, aber einfach irgendeine Info. Okay, fassen wir es geschwind zusammen. Gib mir drei Stichworte, so arbeite ich schon ein. Ja. Das ist doch super. Ja. Siehst du KI eher als Chance oder ist es auch so ein bisschen gefährlich? Ich mache dir ein Beispiel. Wir haben die Möglichkeit, über Social Media zu kommunizieren. Ich habe jetzt irgendwie auf LinkedIn, weiß auch nicht was, knapp 5'000 Follower, oder wie man dem sagt. Und ich habe etwas auf Facebook genommen und habe so meine Reichweite. Ich glaube, nicht einmal schlecht für einen Lokalpolitiker. Oder? Lokalpolitiker? Ja, also bist du ja im Kanton. Im Kanton, also. Nein, aber so viel. Und dann hast du zum Beispiel, da weißt du besser Bescheid, aber auch Influencer, Influencerinnen, aber Menschen, die
europaweit, weltweit ihre Klientel haben, Millionen oder Hunderttausende, oder? Ja. Und wenn du dort eine Vertrauensstudie machst über die Aussagen, dann schneidet der Politiker im Schnitt, wenn du alle so nimmst, hat die Studie gegeben, ungefähr ähnlich ab wie der Influencer. Mhm. Okay, aber die Reichweite haben wir besprochen, oder? Ja. Und jetzt gibt es Avatare, wo du kannst als so Influencer einsetzen kannst, die eine nette Stimme haben, gute Shape oder so, gute Form. Und das sind genau Sachen, die antworten. Und wenn man dort das Vertrauen misst oder gemessen hat jetzt in diesen Studien, dann ist das wieder relativ ähnlich. Mhm. Und wenn du mir jetzt fragst, Gefahren, ich meine, die Beeinflussbarkeit vom Politiker, die ist lokal und handfest. Mhm. Ich sage nicht immer, dass das gut ist, aber die hast, ja, da hat man Zugriff. Die Influencer, die dann gerade eher junge Leute anspricht, aber nicht nur, kann schon sehr stark einwirken, ohne dass man eigentlich einen Dialog hat, aber ohne dass man es merkt, nimmt man die Sichtweise, die Themen, die das bringt, auf. Und ein Avatar, gerade nochmal, oder? Aber den kann man eigentlich futtern und ausrichten, auf was man will. Mhm. Also, wir haben gerade in einer freien, demokratischen Gesellschaft, wo eigentlich der offene Meinungsaustausch, wo auch die Möglichkeit, zum die Aussagen überprüfen, sehr wichtig sind, ist das eine riesige, ich sage nicht eine Gefahr, aber es ist eine riesige, riesige Herausforderung für unsere freie, demokratische Gesellschaft. Mhm. Haben jetzt eher aber nicht von Regierung aus, ja, dass ihr beispielsweise gewisse Sachen nicht mehr online haben dürfen, weil es ja, vielleicht auch mit diesen Fake-Profilen oder dass jemand, es wäre ja eigentlich relativ einfach, wenn man jetzt einfach eingibt, ja, erstell mir ein Profil von Martin Böhler. Fotos gibt es ja online, es gibt ja relativ viele Daten auch, weißt, wenn man jetzt so zurückschaut mit den ganzen. Hey, wir haben bis jetzt keine so Regeln, wo man das. Weil es bis jetzt noch keinen Fall gegeben hat. Weil man keinen Fall haben und weil man das im Aufbau ist. Aber man befasst sich extrem. Es ist ja gerade diese Woche auch berichtet worden im Regionaljournal über die ganze Cyber- und Cybercrime-Abteilung der Kantonspolizei, wo sich da sehr stark entwickelt und wo sehr robust aufgebaut wird. Also das ist ein neues Feld, das man sich befassen muss. Wir tun. Aber auch da wieder, wen machst du die Regeln? Mal schon vorauseilend, gerade mal sagen, nein, das dürfen wir nicht mehr, das will man nicht mehr, könnte ich haben, könnte ich Risiko haben, oder machst es nachfolgend, es ist passiert. Und dann sagt man, okay, das machen wir jetzt nicht mehr, weil das ist passiert. Es ist auch schwierig. Ich bin letztes Mal eben gerade per EMS gewesen. Also sie haben ja relativ schnell müssen umsteigen. Also so irgendwie ein Heimaufsatz kannst du den Schülern nicht mehr mitgeben, sie ChatGPT. Aber sie haben dort irgendwie noch ein relativ gutes Konzept gefunden. Mit so Plattformen, wo dann so ein bisschen wie das Internet und die ganzen Apps nicht nutzen kannst als Schüler, wenn du Prüfungen schreibst, im Deutsch zum Beispiel. Ja, aber dort sind wir noch in der... Also mit so Restriktionen im inneren Betrieb natürlich einiges. Also alles, was mit Personaldaten zu tun hat, oder auch im erweiterten Sinn mit Sus-Daten, darf nicht in ChatGPT verwendet werden zum Beispiel. Ja. Also ich kann Anfragen machen da drin, aber ich nehme nicht ein Dossier X und copy-paste es in der ChatGPT und sage, ja, keine Ahnung. Ja, weil dann ist es dann weg, oder? Das ist, genau, also das darf man nicht. Die Regelung haben die, schon, dass ja, gewisse so Sachen, Klinge, so sensible Daten dürfen sie nicht futtern. Genau, das ist, ja. Aber das ist das Regelwerk, das steht in Grundzügen und jetzt muss man das entwickeln mit den Erfahrungen, die man macht. Oder? Mhm. Ja. Danke vielmals, dass du da gewesen bist. Danke. Und ja, weiterhin gut zu gelingen. Wir freuen uns auf die nächste Steuerreduktion. Nein, danke, dass du da gewesen bist. Ja, das wäre schon das Gespräch gewesen mit Martin Böhler. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und bis nächsten Sonntag.